Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2 mit mir, eurem Jardi. Und wir stehen ja hier vor der Zelle mit Jack und Garrus. Und da muss irgendein Typ drinnen sein namens Arish oder Irish oder so, der das Bloodpack engagiert hat, uns aufzuhalten. Und wir wollen sehen, was da drinnen los ist. Und vor allem wollen wir den Scheißschuppen hier in die Luft jagen. Also, na, schauen wir mal. Rauskommen. Wir wissen, dass Sie da sind. Da ist er. Wer sind Sie? Mein Name ist Arash und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Es trieb ihn wie sie hierher zurück, Jack. Sie sind wohl nicht die Einzige, die es hierher zurückgezogen hat, Jack. Ich wollte alles vergessen. Aber ein Ort wie dieser, der vergisst einen nicht. Er folgt einem überall hin. Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Erwisch, Sie fangen wieder an? Sie machen dasselbe mit neuen Kindern? Wurde Ihnen das nicht auch aufgezwungen? Einige wurden von armen Familien auf der Erde gekauft oder aus den Kolonien entführt. Die meisten kamen auf dem gleichen Weg hierher wie ich. Batarianische Piraten. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Dafür müssen Sie gute Gründe gehabt haben. Kein Grund ist gut genug. Sind Sie verrückt? Sie haben es doch durchlebt. Wie sind Sie entkommen, Erich? Dieser Ort war das reinste Gefängnis. Wie sind Sie rausgekommen? Als Sie uns eines Tages zum Labor brachten, haben wir alle gleichzeitig angegriffen. Sie hätten uns besiegt, aber dann ist Jack freigekommen. Als ich wieder zu mir kam, war alles vorbei. Alle Wachen, Wissenschaftler und Kinder waren tot. Und Sie waren fort. Ich habe das alles gestoppt. Vielleicht ging es den anderen dadurch schlecht, aber was Sie tun, ist einfach nur krank. Alles, was wir durchgemacht haben, muss doch irgendeinen Sinn bekommen. Ich würde sagen, sprengen. Und er? Wir können das alles sprengen, aber was wird aus ihm? Was machen wir mit einem zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie es. Jack. Er ist in seiner Vergangenheit gefangen. Sie müssen sich von ihrer lösen. Er will die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Er muss sterben. Er ist verrückt und wird diese Anlage nie in Betrieb nehmen. Sie müssen endlich loslassen. Ihre Vergangenheit muss nicht die Kontrolle über Sie haben. Scheiße! Verschwinden Sie von hier! Los! Er ist es nicht wert, dass man ihm nachjagt. Nichts hier ist das wert. Gute Arbeit. Sie haben das Richtige getan, Jack. Mag sein. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Lassen Sie sich Zeit. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Gut, ja, was ich wollte, ich habe die gute Variante gewählt, eben schnell. Ich wusste nicht, ob das jetzt auch auf Zeit geht, dass man sich beeilen muss. Deswegen habe ich gedrückt, ohne es wirklich zu lesen. Tut mir leid, Freunde, aber... wir in Erinnerung schwelgen. Mal gucken, was Jack dazu sagt. Halbdurchlässiger Spiel. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien. Hat aber nie was geholfen. Okay. Bett? Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. Muss doch nicht. Tisch. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. Nee, das ist nicht erbärmlich. Das ist halt so, wenn man ein Kind ist. Da macht man solche Sachen, da verkriecht man sich unter den Tisch, da weint man. Das ist ganz normal, Jack. Alles gut. So. Altes verschmiertes Blut, mit Jack reden. Sehen Sie die Spuren an der Wand da? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten.
Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Okay. Der Erich immer noch auf dem Planeten ist? In der Anlage? Oh, oh. Alter! Das war ein derber Rums. Aber Erfahrung erhalten. 937 Gruppenpunkte erhalten. 2. Zerstörende Anlage auf Bragia bestätigt. Besorgt, ob früheres Säuberungsteam wirklich alle Daten vernichtet hat, überlebende Wissenschaftler der Anlage bereits tot. Entweder als Folge des Aufstands oder der Abschaltung der Anlage. Jack sollte jetzt keine, was? Emotionalen Probleme mehr haben, die sie vor der Mission ablenken. Okay. Kraft von Jack freigeschaltet. Wandelt absorbierte biotische Energie in erhöhte Schaden gegen Gesundheit, Panzer und biotische Barrieren um. Ist doch auch nicht verkehrt. Jack, neues Outfit? Schön. Benutzen Sie Forschungscomputer? Okay. Gruppenbonus. Plus 30% biotischer Schaden. Biotischer Verstärker. Bio-Verstärker. Ich dachte, biotischer Verstärker-Upgrade. Nein, Bio-Verstärker-Upgrade. Credits haben wir insgesamt 27.000. Wir haben 500 Element Zero gefunden. Ja. Damit können wir unseren Bericht schließen. Sehr schön. Läuft doch. So. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns auf der Cerberus jetzt, auf der Normandy jetzt erwartet. Und, ja, Freunde, welche Mission machen wir als nächstes? Wir müssen sie so oder so alle machen. Ich kümmere mich darum. Frauen. Joker, Alter. Der Bitchwein. Wenn Sie mich anpassen, verteile ich Sie auf der Wand, Schlampe. Es reicht. Schluss jetzt, alle beide. Der Chili, der gibt nicht zu, dass Cerberus Experimente an mir falsch waren. Das war nicht Cerberus, nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich. Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben. Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen. Das lenkt uns nur ab. Unsere Mission ist zu wichtig, um sie von persönlichen Gefühlen gefährden zu lassen. Ich scheiß auf Gefühle, ich will sie einfach nur tot sehen. Sie wissen beide, was wir vor uns haben. Sparen Sie sich Ihre Wut für die Kollektoren auf. Ich kann unsere Differenzen beiseite legen, bis die Mission erledigt ist. Sicher? Ich leiste meinen Beitrag. Wäre doch schade, wenn sie stirbt, bevor ich sie selbst filetieren kann. Kommen Sie beide jetzt klar? Es ist gut, dass Sie rechtzeitig vorbeigekommen sind. Oh, das Gefühl habe ich auch. Solange sie ihren Job macht, ist alles in Ordnung. Danke, Shepard. Bitte, Schirmübernach. Wenn wir schon hier sind. Commander, was kann ich für Sie tun? Können wir reden? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich hätte sowieso auch das Gespräch gesucht. Oh. Ich wollte mich entschuldigen. Ich dachte, Sie seien der Aufgabe nicht wirklich gewachsen. Ich habe mich wohl geirrt. Ehrlich gesagt, nach dem, was ich bisher gesehen habe, hätte Cerberus Sie schon viel früher rekrutieren sollen. Cerberus hat Unrecht. Probier ich mal. Ich vertraue Ihnen, aber Cerberus nicht. Ihre Experimente überschreiten die Grenze. Richtig, und zwar ständig. Aber ich erinnere mich an einen Spectre, der bei der Jagd auf Saren und die Geth auch ein paar Grenzen überschritten hat. Und wir können von Glück sagen, dass wir sie haben. Viele schließen sich aus reiner Xenophobie an. Wir brauchen mehr Leute, die aus den richtigen Gründen hier sind. Was mit Jack? Was wollte Cerberus durch Experimente an Kindern wie Jack beweisen? Es war ein Fehler, keine Frage. Aber nicht meiner. Und außerdem wurde er korrigiert, sobald wir das Ausmaß der Experimente erkannt hatten. Warum mögen Sie Cerberus? Bei Ihrer Intelligenz könnten Sie jeden Job kriegen, den Sie haben wollen. Warum sind Sie hier? Gute Frage. Weil ich Morden noch immer um seine Zeit bei der Special Task Group beneide. Um die Zusammenarbeit mit den Leuten seines Kalibers. Cerberus sagt mir nie, dass etwas unmöglich ist. Sie geben mir die Ressourcen und sagen, machen Sie. Und denen hat man sogar noch mehr gegeben. Ein neues Leben, ein neues Schiff. Die persönliche Aufmerksamkeit des Unbekannten.
Und Sie? Das Beste, was er getan hat, war, Sie in meine Truppe zu stecken. Sie wären gut ohne mich zurechtgekommen. Das hätte ich vorher zwar nicht geglaubt, aber... Tja. Ich habe es einfach nicht. Dieses Feuer, das Leute dazu bringt, ihnen bis in die Hölle zu folgen. Mein Vater hat mir die besten Gene besorgt, die man für Geld kaufen kann. Aber das war wohl nicht genug. Sie bereden das immer wieder. Sie erwähnen immer wieder Ihre genetische Ausgestaltung. Es stört Sie sehr, nicht wahr? So bin ich nun mal, Shepard. Ich kann es nicht verstecken. Intelligenz, Aussehen, sogar die Biotik. Er hat das alles gekauft. Ihre Verdienste basieren alle auf Ihren Fähigkeiten. Ich hingegen kann nur für meine Fehler die Verantwortung übernehmen. Mögen Sie keine Komplimente? Das machen wir. Komm, wir flirten jetzt eine Runde. Alter, jetzt geht's ab. Darf ich Ihren Körper oder Ihren Verstand nicht bewundern? Ihr Vater mag Ihnen das ja alles geschenkt haben, aber Sie können stolz darauf sein, was Sie daraus gemacht haben. Oh, vielen Dank. Und vielleicht bin ich der Bewunderung meines Körpers gar nicht abgeneigt. Hm, ich bewundere ihn gerade. Ach was, wären Sie nicht? Ich denke, ich könnte damit leben. Es ist nur fair. Immerhin konnten Sie mich 2 Jahre lang ansehen. Und ich hatte weniger an als Sie. Shepard, warten Sie. Ich muss darüber nachdenken. Angst, Miss Lawson? Vorsichtig, Commander Shepard. Aber interessiert. Sehr interessiert. Jetzt muss ich wieder arbeiten und nachdenken. Wir reden später. Oh, Freunde! Das ist der Volltreffer, Alter! wir sehen uns später. Bei mir. Mit Sekt. Tschüss, Babe. So. Ding auf. Und weg hier. Oh, 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 Freunde. Oh, oh, oh. Da knistert's aber zwischen Miss Lawson und dem Shepard. Ja, wer von euch kennt Tower of Yomasa? Ich sag nur Bang, Bang, Bangity Bang. Ich sag Bang, Bang, Bangity Bang. Bang, 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 Bang. Bang, Bangity Bang. Früher oder später Bangity Bang. Ich würde sagen, der Drops ist gelutscht. Was? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht. Alles klar, erhalten. Kelly. Wollen wir mal schauen. Ungelesene Nachrichten. Sie sind zu klein. Was? Morlan. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer. Hä? Weil du für eine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Haben Sie Angst vor diesem Satz? Morlans berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieser... Was? Dieses Problems, oder? Eine Penisverlängerung, Alter. Einschränkung der Handelsgesetze ist wieder der. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerung oder. Wie geil ist das denn? Montags morgens, 8 Uhr, bei Morland. Ja, schön, dass meine Penisverlängerung ist. Kann ich mir gar nicht weiter tun, sonst lache ich ja nur noch mehr, ey. So, Therapie. Ola Hahn, Shepard, Sie sagten, Sie seien am Leben. Hätte den Tod überlistet. Dass diese Nachricht nicht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre, Sie sagten viele Sachen. Ich lebe noch. Sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, Sie haben Benesia getötet. Gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war. Falls meine Informationen dabei geholfen haben. Was? Sie wollte, dass ich Ihnen danke. Wären Sie nicht aufgetaucht, hätte uns die Rachni alle umgebracht. Und das wäre auch so gut so gewesen. Oh. Warum ich und nicht Sie? Warum sind Sie nicht früher aufgetaucht? Sie glaubten, Sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind viele... Ach, das lese ich jetzt nicht weiter durch. Das ist aus Mass Effect 1. Wir haben noch die Basis zerstört, in der Benesia die Kontrolle versucht hat zu übernehmen für Saren. Denn Saren war in ihrem Kopf und hat sie gesteuert, ja. War auch nicht so schön. Aber naja, ich meine, mein Gott, können wir jetzt auch nicht mehr ändern. So, Massenportal. Ah, da müssen wir hin. Entschuldigung. Flupp. So, was machen wir als nächstes? Reaper FFS beschaffen. Würde ich ja gerne, aber das können wir noch nicht. Wir müssen erstmal schön unsere Nebenmission hier machen. So. Wisst ihr was? Wie wär's nur, wenn wir auf die Citadel helfen? Wir gehen, da haben wir gleich 2 Missionen. Garrus und Kazumi. Komm, das machen wir. Wir helfen jetzt mal als erstes
Mal gucken, wer so auftaucht. Citadel, Garrus helfen. Ach, Kazumi ist da. Okay, ja, dann helfen wir erstmal Garrus. So, und andocken. Mohan hat einen Penisverlängerung, Alter. War noch voll geil, so. Er hat einen Online-Shop. Ich komme darauf nicht klar, ey. Oh, nee. Die Normandy. Plopp. Sag ich mal, Magneten oder sowas? Oder was soll das sein? Muss ja irgendwie sowas sein. Aber es müssen ja derbe Apparate dann sein, wenn das Ding das ganze Teil hält. Obwohl. Ist ja im Weltraum, ist ja schwerelos da, ne? In dem Fall jetzt. Brauche eigentlich nur an der Stelle halten. Aber ein riesen Schiff mit Magneten zu halten, dann muss schon gut was sein. So, wir nehmen. Alter, wir können uns mal die Jacks Outfit anschauen, ne? Na, sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, weil die ganzen Tätowierungen sind schon ein bisschen kurios. Naja. Hier haben wir das. Hier haben wir Miranda. So. Wir machen jetzt aber mal. Wir nehmen Garrus mit, klar, den brauchen wir. Und wir nehmen. Wen nehmen wir denn noch mit? Wollen wir Miranda mitnehmen? Auf der Citadel? Oder wollen wir jemand anderes mitnehmen? Ja, doch, komm, eigentlich können wir sie mitnehmen, oder? Aber nehmen wir ihre andere Uniform mit. So. Und los geht's. Ah, warte mal. Haben wir eigentlich Punkte? Punkte 3 haben wir. Kyro-Munition. Friert Feinde. Einfrier-Zeugs da. Adrenalinstoß würde ich. Ja, nee, das lasse ich erstmal. Ah, er hat aber 4 Punkte. Da können wir auf jeden Fall schon mal machen. Überlastung. Das haben wir mal voll rein. Panzerbrechende Muni bräuchten wir, ey. Oh, und Miranda hat 6. Ein biotischer Schmetterangriff, der beträchtlichen Schaden verursacht. Das machen wir. Und jetzt haben wir noch Warp oder Überlastung. Dekontaminationskraft 700 Newton. Komm, ich mach das. Einfach jetzt geraten, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was besser ist. Die Einstellungen sind ja auch so. Ich habe in den Verbrechensberichten von C-Sicherheit Hinweise auf einen Fälscher namens Fate gefunden, Shepard. Das wäre vielleicht ein guter Anfang für die Suche. Ah, okay, wegen Garrus, genau. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich habe das ja in den Einstellungen auch so gemacht, dass die Leute ihre Fähigkeiten selbst also auswählen, ja? Also die greifen von alleine an. Ich kann ihnen zwar Ziele geben, ich kann die auch positionieren, aber... Naja. So, da wollen wir mal mit unserem Captain Bailey mal wieder reden. Ja? Ich suche Fate. Ich suche hier einen Fälscher. Er ist bekannt unter dem Namen Fate. Ja, den kenne ich. Zumindest diesen Namen. Seit einem Jahr ist er dem Netzwerk ein Dorn im Auge. Er arbeitet für die Blue Suns. Wo finden wir ihn? Wenn ich das wüsste, wäre er längst in einer Zelle. Ich kann Ihnen nur eine erste Spur nennen. Okay. Auf dem Marktplatz gibt es ein Lagerhaus. Dort arbeiten einige von Fates Kontakten. Denen könnten Sie ein paar Fragen stellen. Ganz behutsam, versteht sich. Sie können ihn nicht finden. Warum konnten Sie ihn noch nicht verhaften? Wer er auch ist, er ist verdammt gut darin, C-Sicherheit aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, er hat dort einen Informanten. Oder aber er hat Zugang zu unseren Datenbanken und Kommunikationskanälen. Ich weiß gar nicht, was davon schlimmer ist. Jedenfalls gehören Sie nicht zur C-Sicherheit. Vielleicht können Sie seinen Arsch festnageln. Dann wollen wir mal sehen. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Okay, werden wir machen. Wir haben jetzt aber schon mal einen Anfang, denn wir müssen ihn ja suchen. Denn Garrus hat noch eine Rechnung mit ihm offen. Wir haben ihm versprochen, ihm zu helfen. Aber das dann, Freunde, hier auf der Citadel, mehr in der nächsten Folge von Mass Effect 2. Also bleibt dran! So, Freunde, Jacks Mission ist erledigt. Bragia, die Station von Cerberus, die ehemalige, ist in die Luft gejagt. Und nun haben wir uns auf den Weg zur Citadel gemacht, um Garrus zu helfen. Und danach Kazumi, ja. Wird auch, glaube ich, eine harte Nummer. Wir müssen diesen Fate erstmal finden, denn ohne ihn haben wir nichts. Und Garrus braucht einfach, ja, eine gewisse Art von Rache für sein Team, das er damals wegen seinem Hinterhalt verloren hat. Werden wir natürlich machen.
Wir werden ihm helfen, klar, Garrett, unser Superkumpane. Aber dazu dann mehr von der Cerberus, mit Cerberus Miranda, von der Citadel natürlich, mit mir, eurem Jardi, in der nächsten Folge von Mass Effect. Also bis morgen, haut rein, euer Jardi. Ciao.